Moin, Leute. Ja, ich denke mir, ich nehme mir noch eine Folge, nehme ich noch auf. Denke ich mir. Und ja, mach Kleinigkeiten hier so ein bisschen. Ressourcen sammeln müssen wir heute leider. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist, wie heißt es? Aber es nutzt ja nichts. Ja? Wollen wir Dinge bauen, müssen wir Ressourcen haben. Ganz einfache Sache. So. Ja, wir müssen hier Sauerstoff produzieren. Ich hoffe jetzt, dass irgendwann die Schalte hier von 18% auf 19% umspringt. Und das ist auch der Fall. Das heißt, wenn die Dinger jetzt hier... Ja, erhöht. Wir saugen auch immer wieder Sauerstoff raus, ne? Das darf man nicht vergessen. So. Das heißt, im Klartext, wir machen jetzt so schnell wie es geht. Sammeln wir jetzt Ressourcen. Solange wir noch ein kleines Zeitfenster haben. Wir brauchen alles. Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen alles. Ja, das ist leider so. Und dann müssen wir auch dran denken, mal eine Filtration zu bauen. Brauchen wir wieder 200 Stahl, würde ich sagen. Einfach aus dem einfachen Grund. Da bauen wir eine Halle wieder, eine kleine. Soaken die wieder raus. Ja. Und Filtration steht relativ stark als nächstes auf dem Plan. Ja, ist ganz einfach so. Ich denke mal, ist auch klar. Es ist auch, denke ich mal, wirklich klar. Wir brauchen dringend reine Luft, brauchen Luftreinigung. Müssen wir damit abfrühstücken. Ja, dass wir da an der einen oder anderen Stelle und vor allem denken, ich muss Stickstoff ableiten. Da werden wir noch mal so eine kleine Stickstoffbahn aus dem Ofen raus machen, dass wir Stickstoff, was aus dem Ofen rauskommt, dass es rausgeholt wird, das einfach kriege. Dass wir Stickstoff dann in unsere Atmosphäre leiten können. Weil das ist jetzt eins der wenigen Dinge, oder der wenigen Dinge, die wir wirklich schwer kriegen, Stickstoff. Und ich möchte meine Mischung, die ich da habe, wieder einhalten, so dass wir da entspannt leben können. Ja, das ist mal der Plan dazu. Wir brauchen gleich kleines bisschen Sauerstoff. So langsam allmählich wird es dünn in unserem Kanister. Da mache ich mir jetzt aber keine Raste. Da mache ich mir jetzt wirklich keine Raste, weil das muss ich nur fix realisieren. Ja, wir brauchen sowohl Eisen als auch Stahl. Das ist so das eine und das andere. Ja, wir brauchen Eisen als auch Stahl. So. Aber hier Nickel wollen wir nicht. Können wir nicht. Ich kletter mal hier ein bisschen hoch. So, unseren Stahl haben wir gleich wieder zusammen. Ja. So, Stahl haben wir. Jetzt brauchen wir die Kohle für den Stahl. Dann brauchen wir so nochmal zwei Eisenstacks, die wir so mal verknallen können. Gerne auch drei Eisenstacks. Ja. Ist ziemlich laut. Ich drehe das mal ein bisschen leiser für euch, damit es ein bisschen angenehmer ist. Aber es ist nur mal vom Spiel gewollt, dass es laut ist.
Hätten sie es ja leiser gemacht. Die Soundeffekte. Jo. Das sind so jetzt erstmal die Pläne. Also Kanister auffüllen machen wir relativ bald. Guck mal, jetzt ist die Nacht relativ vorbei. Ich hätte jetzt gerne aber den Stahl wirklich voll. Dass wir wirklich Stahl machen können. Das heißt natürlich die 50 Kohle, die wir jetzt brauchen, dringend. Ja. Bevor das jetzt hier Hitze wird. Mensch, nun bau doch die Kohle, du bist ein Scheiß hier ab da. So, 50. Können wir sonst noch mitnehmen. Hier haben wir ein bisschen Silizium. Das nehmen wir uns auch noch mit. Auch wenn es jetzt nicht die Welt ist, weil es mal wieder vermutlich nur einer ist. Aber es ist wie das ist. So. Das glänzt uns hier unten noch so geil an. Oh. Meine trüben Augen entdecken. Scheiß auf Silber. Silizium ist einfach wichtig. So. Guck mal hier. Eisen ohne Ende. Nehmen wir doch gerne dankend an. So, wir dürfen uns leider nicht zu lange draußen aufhalten. Aber das liegt hier wirklich so on point. Das ist ja wirklich krass. Liegt ja wirklich Block an Block. So, aber wir wollen ja auch kein Risiko gehen. Haben wir erstmal ein bisschen was gefarmt. Und wir können uns auch damit beschäftigen, das zu verarbeiten. Das ist ja auch immer noch so eine Geschichte. So. So, wir haben hier tatsächlich noch 900 drinne. Reicht es, um das hier zu verarbeiten? Jo. Hat ausgereicht. So, und jetzt verarbeiten wir erstmal. Nicht den Stahl, sondern alles andere tatsächlich würde ich jetzt verarbeiten. Den Stahl, den lege ich mal hier hoch und den Rest kann ich dann einfach so durchfeuern. Zack. 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 Und zack. So. Klack. Da haben wir da schon mal wieder einiges abgearbeitet. Gut, jetzt lesen wir das noch ein. Dass wir wieder die 200 Stahl kriegen. Weil können wir das hier schon mal ein bisschen wegsortieren. So, das packen wir mal hier hin. Und dann könnten wir auch mal. Wird das auch mal wirklich mal. Nimmt nur Platz weg. Ist ja eine Block hier. Nee. Gut. Ist ja das, wenn ich Temperatur brauche. So. Und 100. So, ist angeschlossen. Gut. So, was sagt er hier? Der sagt schon. Oh. Rücken wir so ein bisschen rein und raus. So einen kleinen Durchfluss.
und können gleich einen Hebel ziehen. Gut. So, jetzt nehmen wir das raus weg, drücken rein, dass wir wieder ein bisschen Druck auf die Turbinen kriegen. Und dann haben wir erstmal unsere 200 Stahl. Wieder mal Ast rein, ganz sauber, ganz klassisch Stahl. So, was macht jetzt unser Daggerfarm? Was macht er? Das würde ich jetzt tatsächlich gerne wissen. Hat schon 20%. Also es wandelt wirklich heftigst um. Das ist so. Hier haben wir auch schon wieder 276 Mol CO2 drin. Also alles im allem. So, wir drücken hier immer noch hoch. Aber wir drücken. Lass uns drücken. Vollkommen in Ordnung. Jetzt haben wir mal ein paar Megapascal, dass wir melzen können. So, jetzt haben wir aufzudrücken. Und dann haben wir da auch genug drin. Also diese Handsteuerung ist für den Anfang einfach große Klasse. Kann ich euch echt empfehlen. Heftig geil. Ihr sitzt ja, man kommt wunderbar zurecht. Wir schmelzen unsere Metalle easy going mäßig und fertig. Das ist ja nur kein Hexenwerk hier, so ein bisschen Scheiß dahin zu klatschen. Es funktioniert. Es funktioniert einfach. Das ist das Ding. So, jetzt haben wir natürlich viel Energie verbraucht. Müssen wir noch ein bisschen was mehr machen. Also Energieverbrauch technisch. Knallen wir jetzt noch mal ein bisschen rein hier. Vielleicht diesmal bis 1 Megapascal. Dass wir mal ein bisschen was zusammenkriegen. An Wasser. Denn es ist, wie das ist. Ja, da gehen wir ordentlich krachen. Aber es nutzt ja auch nichts. Wir brauchen ja auch ein paar Mol Wasser. Jetzt machen wir mal bis 100 Mol hoch die Scheiße. Sauerstoff geht natürlich hier richtig in die Knie. Aber es nutzt ja nichts. Es nutzt ja einfach nichts. So. 90, 9, 93. 100. So. So, hier richtig in die Knie gegangen. Nur noch 12% Sauerstoff. Mol. Aber wir haben jetzt mal Wasser gebracht. Über 71 Kilopascal drin. Und da nur 7. So. Aber die brauchen ja nun mal auch Wasser, auch wenn es nicht viel ist. Aber die brauchen ja nun mal Wasser und das ist gut so. Und ich muss ja nun mal auch saufen. Oh, jetzt haben wir noch 54 Mol Wasser. Ah, es ist so geil. Es ist einfach insane geil. So. Herrlich. So, und jetzt müssen wir hier arbeiten. Wir können jetzt allerdings die Raumtemperatur ein bisschen absenken.
Indem wir tatsächlich noch mehr CO2 hier reinlassen. Tatsächlich. Können wieder alles rausholen. Können wieder alles rausholen. Sehr schön. Dann haben wir hiermit mal richtig wenig. So. Sauerstoff. Und dafür aber richtig viel CO2. Also alles im allem doch heftige Geschichte. Ich denke mal, das mit dem Sauerstoff wird jetzt klappen. Das wird schon passen. So, und auch, dass ich hier den Sauerstoff, ich muss ja irgendwie den Sauerstoff absaugen nach da vorne bringen. Ist ja nur so. Wir müssen uns das sowieso auch mal anschalten. Weil wir haben das ja nicht kontrolliert. Wir benutzen das ja einfach. Das ist ja auch so ein Ding. Ne, wir benutzen die Scheiße einfach. Und ja, es ist natürlich heftig. So, das Kühlsystem, das ist aber gut. Also das mit den Heat Exchangern, die Technik, könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Die ist geil, die bleibt geil, das ist eine bombastische Idee. Und das war's. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Es ist einfach geile Scheiße im Quadrat, fertig. So, und jetzt lassen wir hier auch wieder die Kälte ziehen. Ja, hier hinten unser Dagger fahren. Hat sich schon wieder vermehrt. Zack. So, und jetzt ist es eine saubere Geschichte. Zack. Erledigt das Ding. So, und jetzt haben wir wieder Zeit rauszugehen. Gold zu holen natürlich. Und ich glaube schon. So, jetzt kontrollieren wir erstmal draußen unsere Steuerung. So, und dann kümmern wir uns ein bisschen um Energie. Und dann gehe ich mal fix davon aus. So, was ist jetzt hier Phase? Ah ja. Ja, 433 Mol. 2 minus 28,1 Grad. 27,2 kalter Sauerstoff. 3,67 Kilopascal. Ja, das ist auch schon mal alles Bombe. Und jetzt müssen wir einfach mal noch gucken. Er hat es aber bestimmt leer gesoaked. Er hat es bestimmt leer gesoaked. Genau. Ich würde das ganz gerne aber mal sehen. Gut, das reicht uns schon. Wie ich dachte. Mal wieder falsch rum. Und deswegen haut er unseren Sauerstoff in die Atmosphäre. Ist das nicht krass scheiße? Aber gut. Haben wir rausgefunden. Ist okay. Müssen wir im Programm einfach ändern. So, Setting muss 67 sein. Ganz einfach. 67. Confirm. Export, Export. Fertig. So, damit sind wir jetzt erstmal raus. Zack. Uff, die Scheiße. Gehen wir weiter. Suchen wir uns Material, Gold
und Silizium ist jetzt das geforderte Gut meiner Wahl. Ja. So, hier haben wir Gold schon. Das war's auch mit dem Gold. Gerne oberflächliche Vorkommen. So. Gut, hier kommen wir doch saugend bündigst mit durch. So. Haben wir zwischen Eisen dabei, aber im Groben und Ganzen Gold, Lithium. Und dann sollte uns, wenn das nicht so aufwendig ist, das gucke ich jetzt vorher nach, sollte uns der Heavy Mining Drill, der bringt Spaß. Der Heavy Mining Drill, den sollten wir uns jetzt auch irgendwo mit vorne mit ranschreiben, weil damit holen wir unsere Ressourcen. Ja, und das schneller, das spart natürlich unheimlich Zeit. Ist natürlich einmal zeitaufwendig, den zu machen, aber wenn der mit einfachen Metallen gemacht wird, mit einfachen Legierungen, ja, denn drauf geschissen, verdammt. Ja, wenn einfach drauf geschissen, ja, einmal zusammengeholt die Scheiße und fertig, erledigt. So. So, hier haben wir das, was wir wollen. Und die ist direkt noch nebeneinander. Zack. Die bohren wir uns in die Richtung durch. So, und dann haben wir ein bisschen Kohle wieder geholt, Eisen wieder geholt, Silizium wieder geholt. Und dann können wir weitermachen im Text. Können wir einen Atmospherics bauen, ein bisschen Filterei, dass wir eine saubere Atmosphäre in der Basin kriegen. Energie, natürlich den Heavy Mining Drill. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, wo ich sage, okay, das lass uns auch so tun. Ja. Das wird auf jeden Fall Plan werden. So, guck mal hier, fast 100. Brauchen wir zwar gerade, gut, doch brauchen wir, um die Mining Base nochmal zu vergrößern, damit wir vielleicht ordentliche Filtration bauen können. Vielleicht können wir es auch gleich richtig angehen. Ja. Aber einige kleine Dinge sollten wir schon noch machen, bevor das Let's Play hier wieder zu Ende geht. Ich habe auf jeden Fall wieder Spaß. Vielleicht fangen wir auch nochmal auf der Venus an. Aber gut, ich habe ja jetzt schon zweimal auf der Venus angefangen. Einmal im Tutorial. Und einmal richtig. Aber die Venus Base, die wird uns auch für alle Fragen nochmal dienlich sein. Das wird unsere Tutorial Base. Das ist unsere Tutorial Base. Das muss man wirklich so sagen, wie das ist. Auch Hydration Critical. Ja, 90% aufgeschissen. Hauptsache Gold. Und auch mal viel Gold. Ja, mit dem Heavy Mining Drill wäre das nämlich gerade Goldfarm nicht so zäh. Ja, unglaublich zäh die Scheiße hier. Das ist ganz einfach so. Power low. Ja, ja, ist so scheißegal. Kannst mir alle sagen, was du willst. So. So. Auch für Heavy Cable brauchen wir das gleich, wenn wir jetzt Energy machen. Brauchen wir wieder viele Heavy Cable. Lass uns auch Heavy Cable auch machen. Klack. Solange wir viel geiles Gold finden. Guck mal, da geht schon wieder die Sonne auf. Der Spielverderber ist dabei. Aber Goldmine dauert eben auch. So.
So weit bis hin. Du bist schon super weit, sagst du. Aber es nutzt nichts, wir gehen hier noch rein. Nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Legen parallel so ein bisschen das Lithium frei. Auch immer wichtig, das Lithium. Okay, da sind jetzt viel, da muss ich noch mal hin. Das ist doch cool. So, jetzt. Ach ja, wir sind temperaturtechnisch. Sagt er uns, es ist warm, aber hol mal noch Kupfer. Ja, dann machen wir das, wenn er das so sagt. Nur Kupfer. Ist ja nun kein Problem. So, jetzt sagt er, so langsam muss. Machen wir das so langsam. Aber das ist so langsam. Jetzt knallt er auch wieder rum. Und Gold liegt hier wieder nebeneinander. Gold lassen wir mal als Gedankenstütze da. So, jetzt sagt er was? Ja, jetzt sagt er, jetzt musst du aber langsam los. Wenn er das sagt. Ja, wir müssen jetzt auch mal die nächste Nacht, bevor wir losmachen, müssen wir wieder an auf. So, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum haben wir. Ja, hingestellt haben wir ihn aber nicht angemacht. So, ein Solarpanel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Turbinen, 6. Kleines Ziel auch. Und kalt und geil und auf und messen, wie viel von unseren 12%. Scheiße, denen geht's wieder scheiße, denen geht's wieder richtig kacke. Wir haben hier. So, das heißt eigentlich Wasser machen. Ja, das heißt eigentlich Wasser machen. Wie könnten wir noch relativ schnell heizen? Ja, Wasser machen. Ganz klare Geschichte, Wasser machen. Das heißt es. Jetzt haben wir hier nämlich 122 Grad. Ja. Wasser machen heißt es, genau. So, fühlt euch wieder wohl? Habt ihr Spaß? Danke. So, das heißt es natürlich auch wieder kühlen ein bisschen. Aber das war jetzt nur ein Blitzentfall. Na, reicht. Ja, Wasser machen, haben wir gleich Temperatur hier drin. So, das heißt natürlich, wir müssten... wieder neu anpflanzen. So, dass die wieder fresh werden, dann machen wir die Reihe und dann machen wir die Reihe. Ja, das müssen wir dringlichst automatisieren. Der Sturm heißt auch, dass wir hier Duct Tapes brauchen. Duct Tapes.
Und das heißt natürlich auch, wir sollten mal den Suit aufladen. Einen Schluck trinken. So. Und sich ärgern, dass die Batterie relativ leer ist. Mal gucken, woran das scheitert. Gerade jetzt sollten wir many, many Energy kriegen. Ja, 5,19 kW ist doch okay. Aber jetzt haben wir natürlich... Achso, der steht ja noch auf On. Und es wird schon wieder kälter. Verdammte Axt. Jetzt haben wir einen Haufen Ressourcen. Na gut. Ich habe ja vorgesorgt, ne? Ich habe ja vorgesorgt. Wird zuerst. Da könnte was werden. Nach Gold. Nach der ganze andere Quatsch. Hey. Bescheuert oder was? Und genau. Ein Scheiß. So sieht das nämlich aus. Wer rechtzeitig für Temperaturen sorgt, der kann auch mal nebenbei schmelzen. Muss nicht immer auf den Zenit des Tages warten. Haha. Ja, so ein Ding ist das nämlich. Ja, geil. Haben wir das nicht gut hingekriegt? Das ist doch absolut klasse gelaufen. So, Raumtemperatur 25 Grad. Ja, ein Stückchen kühler könnte es noch werden. So, der Dagafan, der macht hier sein Ding. So, was haben wir noch über? Echt, der ist... So, was haben wir denn noch über? Jetzt an Sauerstoff. 14% ist nicht zu verachten. So, sehr schön. So, Duct Tape haben wir gemacht. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal gucken, dass wir nochmal Turbinen bauen. Und zwar mehrere. So, 6 Stück. Da müssen wir Kupfer, Eisen, wir müssen alles reinwerfen. Gleich ein Fuffi Gold. Fuffi Kupfer. Und davon auch nochmal. Reicht locker. So, dann brauchen wir natürlich Cable und dann haben wir das schon. So, und dann gehe ich mit meinem Duct Tape hoch und ja, mach das. Ist doch gut. So soll's sein. So, wir haben echt einen Haufen Scheiß. So, dann können wir vorbereiten. Tatsächlich da Steuerung. Können wir und wollen wir vorbereiten. Laptop. Laptop. Notebook, heißt es wirklich Laptop? Wie heißt das Ding? Konsole. Was? Note. Was heißt es tatsächlich? Ja.
Portable. Ja, muss ich unter F1 gucken. Laptop. Das Ding heißt Laptop. Laptop heißt das Ding und wird im Electronics Printer Tier 2. So, jetzt mal auf Deutsch. So, jetzt. Electronics Printer Mod. Konstantan. Was ist Konstantan? So, Konstantan. Auch schmelzen. Ist aber auch kein Problem. Und Nickel. Easy. Also müssen wir tatsächlich mal Fuel machen. Gut. Nochmal Upright Windturbine. Gut. Konstantan. Gut. Alles immer so ein bisschen zusammenfasst, dann ist es auch gar nicht so viel. Wir haben immer unsere Pille noch nicht gebraucht. Das ist natürlich extrem geil, finde ich. So. Können wir das Housing mal lassen? Denn ist es natürlich so, dass ich hier einfach jetzt mal, ich kann das Housing ja ich, jederzeit wieder wegnehmen. Ja. So. IC. Base 1. So. Los nicht ein. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. So. IC Schleuse. So. Kann ruhig aus sein, glaube ich. Ne? So, IC, Programmierung, Import, Edit. Library. Türsteuerung V1 über IC und Button im Batch-Befehl. Wollen wir rausladen, ne? Raus, ist es das? Override? Ja, genau. Das confirme ich mal. Exportiere das und importiere nichts und mache den wieder zu. Dann habe ich hier so. Jetzt ist es natürlich so, dass ich tatsächlich für den Quatsch eine Eichnis Netzwerk brauche. Das ist leider so. Und dieses eigene Netzwerk. Hier gehe ich ja jetzt nur hoch, ne? Gut, das muss ja nichts mit dem unbedingt zu tun haben. Und wenn ich mit dem jetzt rumgehe, ich brauche Kabel. Warum läufst du? So, gehen jetzt erstmal raus und rappen die Dinger da. Und packen noch diese. Ach, Scheiße, jetzt habe ich zu viel. 3, 3, 6 waren gebraucht und 9 sind es jetzt. Ach, Scheiße, Mann.
Also Ressourcen wachsen wirklich nicht auf Bäumen, ey. Ich Idiot. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt wirklich. Habt ihr das gesehen? Das ist ja unfassbar. Ich kann ja jetzt gar nicht los, weil hier schon wieder offen die ganze Zeit. Mein Daggerfarnhänden ist vermutlich weg. Also wieder Wasser. 21, 22, 23. So. Genau. So habe ich es mir vorgestellt. Achtzehn und so weiter. So. Jetzt habe ich hier 23 Grad drinne. Ich sag's euch, das ist nicht einfach. Also die Temperatur wegen so einem scheiß bisschen Scheiß. Wir sollten langsam diese anderen Metalle machen, aber dringend. Ey, wenn du das nicht mitkriegst, ja, dann ist sofort Feierabend. Ansonsten baue ich das gleich aus. Nee, ich kann es ja nicht. Ich kann es ja nicht bauen. Ah, es liegt ja an diesem beknackten Ventil. Es liegt ja tatsächlich an diesem beknackten Ventil. So. Wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Das hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht. Ach so, ich wollte oben die Dinger reparieren, bevor es gar nicht mehr geht, und die anderen hinstellen. Wollte eigentlich vorher jetzt noch schnell Kabel einschmeißen, aber drauf geschissen. So. Reparieren wir erstmal die Scheiße. So, und dann muss ich mal den Dings wieder aufholen. Mein Jetpack, weil es ist ja Nacht. So. Nichts ist damaged. Die Dinger können ja nicht gedamaged werden. So. Ah, von denen, wo ich jetzt drei zu viel habe. Halleluja. So. Ja. Aber kriegen wir aber noch hin. So. Schnell Nil hier rein. Und auch die Hütte. Schnell nach hier. Drecksding. Hast mir jetzt nämlich die Ressourcen weggenommen, sodass ich jetzt kein. Hab schon. Kein Panel mehr machen kann. Ne? Yeah. Macht keinen Spaß mit dir. Zwar trotzdem ein Panel, aber ach, der Spielverderber kommt schon wieder. Dann sollte jetzt gleich los.
Ich mach's einfach schnell. Ein bisschen Kabel kann ja laufen. Ich komme dann gleich noch mal rein und dann mache ich sie auch aus. So. So, zack. Aber der hier sollte definitiv online sein. Wollte ich gerade sagen, weh, ich habe keine Scheibe mit. Ey, ich flipp aus. Aber ich muss nicht ausflippen, alles gut. Jetzt haben wir zwar vergessen, den Jetpack aufzuladen, aber was soll's. Das Panel ist dran. Alles schön. So, und hier fehlt's eben denn einfach noch. So, J. U an. Aus. Rein. Aus. Raus. Zu. An. Aus. Raus. An. Und Feuer. So. So, nicht so schlimm. Zwei sind noch nicht online. Aber im Groben und Ganzen ist es vollkommen in Ordnung, dass wir jetzt tatsächlich ja, wesentlich mehr Energy zur Verfügung haben. Das ist extrem entspannt. Auch extrem entspannt, dass wir da drinnen immer so ein Material haben. Sammel mal. Ja, gut. So. Ich würde hier unten gerne die Duct Tape rollen. Genau. Ich würde hier auch gerne Material. So, den muss ich ja nur mit einem anderen kombinieren. Der immer noch da oben hängt, komischerweise. Gut. Zack. Und dann haben wir das Ganze echt gut am Laufen, würde ich sagen. Jo, die anderen Turbinen stellen wir natürlich auch auf, völlig klar. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. So. So, und dann machen wir natürlich, wenn wir können, und wir können zur Sicherheit ein Entnahmetrafo dahin. Und schon mal. Der jetzt den Strom begrenzt auf 4000 oder 5000. So, jetzt nimm mein Entnahmetrafo erstmal und dann haben wir das. Judy, Leute, das war eine sehr erfolgreiche, spannende Folge. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal nehmen wir die Schleuse in Betrieb. Energie haben wir jetzt deutlich erhöht. Ich hoffe, dass ich nicht vergesse, beim nächsten Mal hochzugehen, die zwei Kollegen dann noch anzuschließen.
Wir werfen jetzt noch einen Blick auf die Energie, die wir gewinnen. Ja, weil wir jetzt hier tatsächlich am Tagesmaximum sein sollten. Wir haben ja jetzt auch ganz normal legitim 5 kW im Input. Ja, das heißt, wir können schon ordentlich mit Energie umherschleudern. Ja, natürlich nur spitzennass. Das geht jetzt natürlich stark runter, das ist klar. Aber dadurch, dass wir doppelt so viel Windturbinen haben, wie wir Solarpanels haben, ist die Energie doch okay, sage ich. Ja? Also es wird schon, es ist schon okay. Es ist einfach okay. Ja, das ist definitiv so zu sehen. Ich sehe das so. Und ja, der Planeten brennt. Es ist alles toll. Ja, wir haben da oben, wir haben genug Leistung, denke ich mal, zur Verfügung. Jo, also. Seid gespannt, gerne Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!